Howard ist unabhängig. Ein self-made man, der es geschafft hat. Ob im Hauptquartier seiner Airline in Berlin oder unterwegs auf Sylt. Der Patriarch hat ständig alles unter Beobachtung. Wissen Sie in jedem Moment eines Tages, wie es finanziell bei Ihnen aussieht? Absolut. Jeden Tag Liquiditätsstand, alles. Und den holen Sie sich auch über Ihren Rechner rein? Sozusagen. Rechner, ja, heute muss ich mir nicht mehr aktiv reinholen, sondern den kriege ich morgens geschickt. Im mallorquinischen Hafen Puerto Portals liegen die Yachten der Erfolgreichen. Willi Weber, mit 67 Jahren längst im Rentenalter, gönnt sich hier nur selten eine Ruhepause. Mit seinem Privatflugzeug pendelt er jede Woche zwischen Stuttgart, Mallorca und dem Rest der Welt. Wie ein Feldherr durchschreitet Weber die Straßen und Plätze. Schumi hat aufgehört, aber er, der große Kommunikator, wird immer noch gebraucht. Er ist der Strippenzieher der Formel 1. Immer auf der Suche nach neuen Talenten. Ich bin mir eigentlich für nichts zu schade. Ich kann heute alles machen. Und wenn irgendwo ein Problem entsteht, dann versuche ich das zu lösen. In der Form, dass ich einfach sage, wo ist es der nächste Job, den ich annehmen kann. Und ich weiß genau, wenn ich heute irgendwo in ein Geschäft einsteige, in dem ich hart arbeiten muss, dann bin ich mit der Zuversicht in das Geschäft eingestiegen, dass es mir spätestens nach einem Jahr gehört. Für die Größe des Erfolges steht hier die Länge der eigenen Yacht. Weber hat sein Schiff gerade verkauft. Er ist gelassener geworden. Auch ohne großes Boot ist er ein Mann. Der liebe Gott hat es schon gut mit mir gemeint. Aber er hat auch nichts ausgelassen. Ich bin auch wirklich hier schon durch Fegefeuer und Hölle gegangen. Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen da rein als Manager mit einem Formel-1-Fahrer und dieser Formel-1-Fahrer geht plötzlich ab wie eine Rakete. Ich musste ja genauso schnell wachsen wie er. Ich musste den Erfolg auffangen, den Erfolg umsetzen, das Ganze bündeln, das Ganze managen und zwar fehlerfrei, so dass ich immer weniger aus der Schusslinie kam. Hätte ich mir Fehler erlaubt, hätte der Michael zurecht gesagt. Also der Herr Meyer hat gesagt, das hätte er besser gemacht und du hast hier einen Fehler gemacht und das und das und das. Also das hat mich schon unter Zugzwang gebracht, diese Situation. Aber nicht, dass ich die Angst gehabt hätte, Michael würde sich jemals von mir trennen. Die war nie da. Wie ist das, wenn sich von heute auf morgen alles ändert? Wenn man plötzlich Millionen verdient? Ein Glücksgefühl? Ich wurde ja mein ganzes Leben lang immer nur aufgrund meines Erfolgs bezahlt. Das, was ich gebracht habe, habe ich meine Prozente bekommen. Und das ist auch so, wie ich heute noch arbeite und wie ich einfach an Geschäfte drangehe. Wenn ich erfolgreich bin und ich bin gut, dann habe ich auch das Recht auf eine ordentliche Bezahlung. Ich bin der Beste und deswegen spiegelt sich das in der Form einfach ab, dass ich sage, ich muss das beste Geld bekommen. Wenn ich der Beste bin, dann habe ich das Anrecht auf die beste Bezahlung. Wenn sich die Geldelite selbst belohnen will, dann reist sie nach Monaco. Am Abend erstrahlt die Glitzerwelt in vollem Glanz. Die Society kennt keine Pause. Charity-Bälle, Modenschauen, Fête votre jeu. Das Fürstentum zieht Welt und Halbwelt an. Dabei ist die vornehme Gesellschaft eine merkwürdige Familie. Der Kontostand allein ist keine Eintrittskarte. Manche sind reicher als reich. Das neue Geld will mit dem alten Geld zusammen sein, unbedingt.
Die drängen also schwer hinein und möchten auch da sein und möchten eingeladen sein und so. Aber meistens ist das so hier. Ich meine, das ist jetzt das neue Geld von den Russen, das neue Geld von den Pakistani, das neue Geld von den Indiern. Das ist alles hier auch vertreten, das auf der ganzen Welt. Wenn ich in New York bin, ist es auch in New York vertreten, in Monte Carlo. Es ist überall. Und diese Leute werden empfangen manchmal, ja natürlich, weil jeder eben mit ihnen auch wieder Geld machen will. Es bleibt das Geheimnis der Baronen, woran alte Euros und neue Euros zu erkennen sind. Monegassischer Smalltalk eben. Der Erlös der zu Herzen gehenden Wohltätigkeitsgala an diesem Abend geht an die Alzheimer-Forschung. Es gibt Leute, die werden nie empfangen, weil sie einfach keine Klasse haben, weil sie das Savoir-vivre nicht haben. Und sie können einfach nicht mitspielen, so viel Geld sie auch haben. Das kommt nie. Das wird nie in Ordnung sein mit denen. Die kommen nie rein. Wenn sich auf dem Nürburgring Männer mit ihren Oldtimern in die Kurve legen, ist Helmut Becker gerne dabei. Aber das sind richtige Männer, bei dem Wetter macht auch Spaß. Das ist ein Jaguar SS 100. Ich habe dieses Leben auch gelebt in dieser Form, wie ich sage, in Bewunderung und Verehrung meines Vaters. Denn er war ein typischer Gründerunternehmer, so ähnlich wie Grundig, Arzberger und wie sie damals alle dafür standen, dieses Land mit aufgebaut zu haben. Wie das Leben so spielt. Beckers große Liebe zu Autos fand kein Happy End. Ehrlich, ja. Sie endete tragisch. Ich habe insgesamt 100 Marken in Deutschland hereingebracht. Und das ist dann plötzlich, dann gewinnt man das Gefühl, man könnte alles. Und man kriegt dann die Bewunderung, dann dreht man ein bisschen ab. Und dieses Abdrehen und auch die Aktivitäten, die wir gemacht hatten, ich